Heute bin ich zu Besuch im Rollei-Zentrum für Existenzgründer und spreche mit den Gründern von Palava Zelt. Ja, mein Name ist Ansgar Marx. Ich bin Professor an der Ostfalia Hochschule für Familienrecht und Konfliktmanagement und der Gründer des Palava-Zelts, ein Konfliktlösungsritual für Kita und Grundschule. Ich bin Jurist und habe dann später Mediation kennengelernt und sehe, dass außergerichtlich Streit zu schlichten, die Menschen an einen Tisch zu bringen, mit ihnen zu verhandeln und dann zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, viel sinnvoller ist, als sich vor Gericht zu streiten und dann einen Richter entscheiden zu lassen. Und ich denke, es ist gut, wenn Kinder schon früh damit anfangen. Ja, hier sind wir im Rollei-Zentrum für Existenzgründer. Da haben wir ein Büro angemietet. Das sind lauter Existenzgründer hier um uns herum und auch in diesem schönen Saal hier. Und das ist so das richtige Ambiente oder die richtige Atmosphäre, um so ein Start-up aufzubauen. Angefangen haben wir mit der Idee 2008 und die Unternehmensgründung hat dann 2010 stattgefunden. Also das Palava-Zelt ist ein halboffenes Zelt mit Spielmaterialien. Wir haben es im Hintergrund, es wird dann auch später noch vorgestellt werden. Und dann haben wir die Methode. Und die Methode, die nennt sich eben auch Palava-Zelt. Und die Methode ist an die Mediationsmethode angelehnt, als auch an die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und da spielen wir mit den Kindern den Konflikt durch, von Streitgeschichten erzählen bis Frieden schließen. Und dann haben die Kinder dann am Ende eine Einigung ihres Streites gefunden, mithilfe des Erwachsenen. Also wenn die Kinder jetzt einen aktuellen Streit haben, dann gehen sie mit ihrer Anleiterin in das Palava-Zelt. In diesem Koffer sind alle Materialien, die wir dafür brauchen. Und die Kinder durchlaufen dann mit der Anleiterin die verschiedenen Phasen. Es gibt 5 Stufen. In der ersten Stufe geht es darum, erstmal die Konfliktgeschichte zu erzählen. Dafür verwenden wir den Sprechball, also immer das Kind, das spricht, hat den Ball in der Hand und das andere Kind hört zu. Bei dem zweiten Bild wissen die Kinder, es geht hier um die Gefühle, die müssen beschrieben werden. Da sind die Delfine drauf abgezeichnet. Hier unten in dem gelben Feld werden ihre Wünsche geäußert anhand der Steine und Muscheln. Die Ideenkarten hier, die Glühbirne steht für Lösungsideen. Das funktioniert auch wie beim Brainstorming. Da kommen die Kinder oft mit sehr vielen Ideen. In einem fünften und letzten Schritt kommt es zur Einigung durch die Einigungsklingel und durch den Vertrag, die Vereinbarung, die auf den Friedenstauben. Ja, ich bin Gisela Stelzer-Marx. Ich bin die Geschäftsführerin von der Palava-Zelt UG. Ich bin selbst Betriebswirtin und habe bei der Entwicklung der Materialien im Palava-Zeltkoffer mitgewirkt. Wir haben ein bisschen eine gesellschaftliche Mission auch. Also wir wollen eine konstruktive Konfliktkultur herstellen, Kinder möglichst früh in Konflikterziehung schulen. Wenn das ein bisschen in einem größeren Stil gemacht werden sollte, dann muss es über dieses Projektstadium hinaus und dann auch hinausgetragen werden. Es ging uns jetzt nicht in erster Linie um Geld, aber man braucht einfach dann ein Büro und dann vielleicht auch ein oder zwei Mitarbeiter, Trainer. Und haben dann über das Gründerzentrum in Braunschweig dieses Büro hier gefunden. Mussten ein Konzept vorlegen, Businessplan, alles Mögliche. Wir kannten eigentlich zu der Zeit das Entrepreneurship Center in der Ostfalia noch nicht. Das kam erst später ins Spiel, also ich würde sagen 2011 etwa, dass wir da auch Beratung bekommen haben. Wie schreibt man ein Businesskonzept? Wie macht man einen Finanzierungsplan? Welche Gesellschaftsformen nehmen wir? Und das hat dann gut geklappt. Also ich bin Corinne Arendt, ich bin Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, recht frisch gebacken noch. Ich bin als Studentin bei der Ostfalia im Schwerpunkt
ein Projektschwerpunkt beim Palaverzelt gewesen. Also ich bin von dieser Methode Palaverzelt total überzeugt und ich brenne für diese Idee. Ich finde es einfach total klasse, weil ich auch schon so viel positive Erfahrungen damit gesammelt habe. Und ich bekomme auch so viel Positives zurück. Das gibt mir ganz viel Kraft. Jetzt habe ich das Palaverzelt mit in meine jetzige Arbeit genommen. Ich arbeite mit Autisten zusammen. Wir machen Entwicklungsförderung für Autisten. Und ich würde das gerne noch weiter ausbauen. Also diese Idee, sich selbstständig zu machen, ist immer noch in mir vorhanden. Das würde ich schon gerne, aber ich habe mich noch nicht getraut. Ich bin ein totaler Macher, ich bin ein Praxismensch, ich bin gerne in Begegnungen mit Menschen. Aber mir fehlt das nötige Know-how, um mich wirklich jetzt damit selbstständig machen zu können. Mir fehlen zum Beispiel betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Alleine bekommt man nichts zustande. Das ist meine Erfahrung. Man braucht viele Menschen, man braucht viele Ideen. Also ich denke, Marketing ist sehr wichtig. Das ist aber schon ein bisschen weiterer Schritt. Und man sollte schon ein oder zwei Marketing-Seminare besucht haben. Denn also ich als Jurist verstehe überhaupt nichts von Marketing. Und da denkt man, ja, wir haben da was Tolles entwickelt. Aber der Wurm muss auch dem Angler schmecken. Ja? Man muss es also dann auch vermitteln und verbreiten und braucht also da auch fachlichen Rat letztlich. Und eigentlich der große Mut ist wirklich zu tun, weil wenn ich angestellt bin, dann befinde ich mich natürlich in Sicherheit. Ja, also Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die Berufsgruppen, die ich ausbilde, sind eigentlich eher auf das Angestellten-Dasein fixiert. Es gibt aber viele, viele Möglichkeiten, besonders im Kinder- und Jugendlichenbereich, also zum Beispiel Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder auch in dem Bereich älterer Menschen wegen der Alterspyramide, dass man also da vielleicht sogar mit Ingenieuren zusammen innovative Produkte entwickelt, versuchen neue Ideen zu haben und sie auch umzusetzen. Und das macht Spaß und das motiviert dann auch weiterzumachen, wenn man merkt, es kommt an. Aber ich denke, Sie sollten erstmal Erfahrung sammeln und sehen, was nicht gut funktioniert. Und gerade da an den Punkten, wo ein Bedarf ist, wo irgendwas nicht gut funktioniert, da kann man eigentlich weiterarbeiten. Und dann motivierte Menschen um sich herum zu scharen, ein soziales Netzwerk aufzubauen und aber auch einen Motor, der die Sache immer am Laufen hält.